Das war das Tutorial. Jetzt hast, okay, hast du alles mal gesehen. Mhm. Lumpenhund, vielen Dank für das Abo. So, dann mach neues Spiel und jetzt machen wir mal ein wirkliches Spiel. Klassisch. Und Apokalypse. So, jetzt kannst du überlegen, willst du normale Schwierigkeit? Warte. Das so die volle Atomdrücke. Normal. 10 Sekunden. Erkundungszeit. Und dann Sammelzeit 60 Sekunden. Muka-Ausstattung, ein bisschen Zeug. No. Es gibt den leicht, da hast du 20 Sekunden Erkundung und du hast mehr Bunkerausstattung und weniger Gäste und weniger Ärger. Oder die Zarbombe, gar keine Erkundungszeit und Bunkerausstattung leer. Was soll ich spielen denn? Ist normal? Du spielst doch immer gerne normal. Ich spiele normal, also normal. Dann machen wir normal. Ah ja, okay. Jetzt habe ich verstanden. Ja. Ja. Ich bin der verzweifelt aussehende junge Mann. Ja, so. So, jetzt gibt es kein Warten bis Tutorial, sondern du hast jetzt 10 Sekunden, um zu gucken, wo was ist. Und dann kommt der Alarm und dann kannst du anfangen, Sachen zu nehmen. Oder Leute. Wasser und Gift. Spiel, da ist die Tochter, Gasmaske. Da ist der Koffer links. Gewehr und Koffer. Timmy ist im Flur. Da ist der Verwandtkasten. Oh, jetzt. 60 Sekunden. Voll. Muss zum Bunker. Ja, ich renne schon. Bunker. Da ist eine Axt an der Wand. Brauchst auf jeden Fall ein Radio. Du hast 30 Sekunden noch. Ah, ich schnippel ja jetzt schon ab. Ich sehe kein Radio. Dennis, hilf mir doch mal. Bunker. Ich lauf ja schon. Du hast noch 20 Sekunden. Wo ist was, Dennis? Da, Radio. Da ist das Radio. Hast du noch genug zu essen? Ich hab nichts zu essen. 10 Sekunden. Du hast Inventar voll. Ah. 5 Sekunden. Stehen bleiben. Bringt ja nichts. Habe ich überhaupt jemanden mitgenommen? Was eine mittelschwere Katastrophe, Dennis. Ich habe es ja überhaupt nicht hingekriegt. Also, lass es mich so ausdrücken. So überleben wir nicht. Ja, ist okay. Du hast immerhin den Sohn mitgenommen. Der direkt vorm Eingang saß. Ja. Ja. Also, ich glaube, das brauchen wir nicht probieren mit 2 Leuten. Aha. Dann wollen wir nochmal. Wenn du willst, dann... Ich bin jetzt schon gestresst. Willst du nicht schnell sammeln? Du hast das irgendwie mehr im Blick. Dann mach zurück zum Menü. Du musst mir auch helfen. Du musst schreien links, rechts. Ja, aber du musst halt auch erkunden, dass man es weiß. Ich habe ja nichts gesehen. Ich bin irgendwie halb blind da. Das ist ja Wahnsinn. So, neues Spiel. Das stresst mich total. 60 Sekunden. Ja, so heißt das Spiel. Ja, Max Montezuma sagt, ich finde es auch konsequent, wie die Familienmitglieder einfach rumstehen, anstatt zumindest zum Bunker zu gehen. Ja. So, Dennis, jetzt musst du mithelfen. Ja, okay. So. Wenn man niemanden mitnimmt, halten die Vorräte länger. Jo, aber ja, aber kann man weniger so Leute rausschicken. Ja. So, da ist der Bunker. Hier ist nichts drin, okay. Ja, viel Suppe vor der Tür. Da ist Wasser und Tochter. Ja. Hier ist Kind und sonst nichts. Hier ist Gewehr. Hier ist Radio. Nimm mal, das ist der Koffer. Inventar voll. Er greift aber auch nicht. Ja, keine Hektik. Das sagst du so einfach. Es war ein Spiel. Weiß ich nicht. Da ist nichts. Da ist Wasser im Regal. Ab zum Bunker, du hast noch 25 Sekunden. Ich schaff das nicht, denn ich bin nicht stressresistent. Da ist Timmy. Wasser. Ich sehe kein Radio. Ich sehe auch kein Radio. Das ist noch 10 Sekunden. Stehen bleiben, oder? Das macht ja keinen Sinn.
Ich habe wieder keine Kinder und ich habe wieder gar nichts. Das ist kein Spiel für mich. Ich mag das schon. Ich dachte, als Familienvater musst du doch da vorbereitet sein. Ich krieg Blutdruck bei sowas. Apropos Blutdruck. Gib mir mal ein Tuch, bitte. Ein Tuch, nicht die ganze Box. So, die Kinder hast du zumindest. Die bisschen Frau. Super, ja. Munition, ja, kein Gewehr, ja, es gibt halt immer wieder. Aber Radio ist da. Und Vorräte auch. Da sind wir also. Wir drei sind gesund und munter. Jetzt müssen wir es nur irgendwie schaffen. Ach, wären wir doch bloß zu viert. Wir können uns nicht daran erinnern, diese Vorräte mit in den Bunker genommen zu haben, aber wir schämen uns nicht darüber. Wir hätten den Bunker vermutlich ohnehin besser ausstatten sollen. Also das Radio war im Bunker. Also das war. Ja. Sehr gut. Oh, sieh an. Jemand muss das vor einer Weile im Koffer versteckt haben. Ein Riesenglück, dass wir den mitgenommen haben. Eine Munition. Unsere Regale sind mit Dosen gefüllt. Wir werden aus Dosen essen, auf Dosen schlafen, sogar mit Dosen sprechen. Manche von uns tun das jetzt bereits. Wir haben reichlich Wasser, also müssen wir uns eine Weile nicht darum sorgen. Zeit, die Vorräte zu rationieren. Erstmal gar nichts, oder? Ja. Gar nichts. Hat ja keine jammert. Ihr Wahnsinnigen, ihr habt es in die Luft gejagt. Ach, fahrt zur Hölle. Alle. Das hätten wir unsere Nachbarn sagen sollen, als sie im letzten Frühling ihren Grill in die Luft gejagt haben. Das waren gute Zeiten, auch wenn sie ein leckeres Barbecue ruiniert haben. Tag 2. Schöne Erinnerungen sind eine Sache, aber wir müssen uns auf die brutale Wirklichkeit gefasst machen, die uns erwartet. Timmy sieht vielleicht nicht so aus, aber er ist ein tapferer Junge, es geht ihm gut. Dann weiter. Vorräte rationieren? Erstmal noch nichts, oder? Unsere Nachbarschaft ist immer noch stark radioaktiv. Ausflüge an die Oberfläche bergen ein großes Gesundheitsrisiko. Aber allen geht soweit gut. Wen wollen wir losschicken? Also wollen wir jemanden losschicken? Achso, wir wollen jemanden losschicken. Halt dann auf die Vorbereitung klicken. So, ja. Mhm. Wir bereiten eine Expedition vor. Wir hören in letzter Zeit seltsame Geräusche. Kommen sie von draußen oder von etwas, was mit uns in den Bunker gelangt ist? Ist das möglich? Wir haben nichts finden können. Verlieren wir den Verstand? Wir sollten uns mit irgendwas beschäftigen, bevor es noch schlimmer wird. Gut, dass du das Brettspiel eingepackt hast. Da war ja sonst nichts. Tag 3. Die Ablenkung hat uns ganz vergessen lassen, dass... Ja, was war es eigentlich nochmal? Wir sollten... alle wollen was trinken. Heute ist ein guter Tag, um nach draußen zu gehen. Etwas dehnen, etwas frische, giftige Luft atmen. Vielleicht ein oder zwei Dinge einsammeln. Ein paar zusätzliche Vorräte könnten wir auf jeden Fall gebrauchen. Zumindest, wenn wir überleben wollen. So, jetzt schicken wir raus. Ja, gib mir den Koffer mit. So, ohne alles, oder? Ja, soll mehr mitbringen. Ted Stryker sagt, die Frau strahlt jetzt da oben. Endlich ohne Mann. Und Hoflich sagt, Fehlalarm. Wenn die wieder rauskommen, hat die Frau das Haus verkauft und ist über alle Berge. Ja, ich wäre, aber wenn es Fehlalarm, ich wäre über alle Berge. Weißt du, nimmst du dich mit? Du weißt, was du mich mal kannst hier. Ja, so. Mary Jane ist nach draußen gegangen. Hoffen wir, dass sie schnell zurückkommt. Alle anderen geht's gut. Vorräte würde ich so lassen. Ja. Der Mülleimer wird immer widerlicher. Wenigstens vergeht uns bei seinem Anblick der Appetit, also sparen wir uns etwas Essen. Aber wir würden das schon ganz gerne bereinigen. Diese riesigen grünen Kakerlaken sind eine gute Motivation. Aber nix. Kein Insektenspray. Ah, da. Glühkakerlake. Ja, und es hat irgendwie geklopft oder so. Ach du, die ist ja riesig. Und da noch eine. Überall Kakerlaken. Wir sind verloren. Wir fühlen uns schon ganz schmutzig. Timmy scheint es einigermaßen gut zu gehen. Soweit man das in unserer Lage sagen kann. Nix, oder? Eine Radkakerlake. Genau. Tag 5. Ein unbekannter Mann näherte sich unserem Unterschlupf. Er behauptete, dass er früher ein Buchhalter gewesen sei, sich aber jetzt als Händler und Glücksspieler durchschlägt. Er bot uns ein Kartenspiel mit einem Einsatz von 2 Wasserflaschen an. Sollen wir spielen?
Ich kann doch gar nicht, oder? Nee. Tag 6. Glücksspiel ist ein schreckliches Laster. Das wären denn für Vorbilder für die Kinder. Wir brauchen Vorräte, aber so werden wir sie uns nicht beschaffen. Lieber rauben wir jemanden aus. Wir haben den Mann fortgeschickt. Adios. Beide müssen beide was Wasser, trinken. Ja. Zack, zack, zack. Selina Esra sagt, die Musik erinnert ein bisschen an Plants vs. Zombies. Ja, so ein bisschen, ja. Ja. So, Dennis, möchtest du hier? Unsere letzte Dusche ist schon eine ganze Weile her. Nach Rosen riecht es im Bucke jedenfalls nicht. Wir haben überlegt, uns zu waschen. Dummerweise ist Seife etwas rar. Aber vielleicht können wir etwas anderes benutzen. Wir können uns mit Patronen waschen. Nein, eine Schießpulver anzünden. Guck mal, sie ist wieder da. Ja, und hat nichts mitgebracht. Aha. Doch, oder? Nee. Dreck hin oder her, der Geruch, der ist das größte Problem hier. Was sollen wir dagegen tun? Wir haben etwas Munition übrig. Vielleicht sollten wir das Schießpulver nutzen, um den Geruch abzutöten. Reimen wir uns damit ab. Das klingt nach einer großartigen Idee. Mary Janes Rückkehr in der Oberfläche in die Mucke hat uns überglücklich gemacht. Direkt nach ihrem Aufbruch lief unsere Expedition einer Gruppe verrückter, wie Zauberer gekleideter Typen über den Weg. Sie wollten einige ihrer Sachen gegen ein paar Gegenstände tauschen. Klang für uns nach einem fairen Geschäft, also baten wir sie herein. Mary Jane ist hungrig und Timmy sollte auch etwas essen. Und Ted hat auch Hunger. Sie hat jetzt gar nichts mitgebracht. Anscheinend nicht. Also wahrscheinlich, wenn man was mitgenommen hätte, hätte sie das vielleicht tauschen können. Was ist das für eine Lulli? Ich hätte doch die Anscheinend ist das Gebiet immer noch verstrahlt. Momentan sollte man Ausflüge ins Ödland unterlassen, es sei denn, man hat kein Problem damit, krank zu werden. Ja, aber nützt ja nichts. Indem man gegen die Falltüre unseres Bunkers schlägt, erlangt man ganz sicher unsere Aufmerksamkeit. Der oder der, die Urheber des Lärms sind ziemlich hartnäckig. So geht das schon seit 5 Minuten so. Sollen wir aufmachen? Ich weiß, wo ich tendieren würde. Hast du eine Meinung? Ich hätte gesagt, wir lassen zu. Ich hätte gesagt, wir machen auf. Dann mach auf. Der Striker sagt, kein Hunger. Heute haben wir gegrillt. Oh. Wie sich herausstellte, war es ein netter, geheimnisvoller Typ in einem seltsamen Anzug. Er gab uns einige Dosensuppen. Die sichern uns in den nächsten Tagen unser Überleben. Mary Jane ist ziemlich hungrig. No. Sonst geht's Wasser aus. Ja. Hm. Wir bereiten uns seit gestern auf die Expedition vor. Welche glückliche Person... Ich würde jetzt Timmy mit dem Koffer losschicken, oder? Ja, mach. Der Striker meint, fangt die Mücke, das Eiweiß. Ja, klar, habe ich auch eben schon gedacht. Vor allen Dingen, wenn die ihre Madeneier da reinlegt, ist das nicht lecker. Hm. Timmy ist aufgerufen, Ted sollte was trinken. Genau, und Mary Jane ist hungrig und muss was trinken. Also die will beides und er will das. Ja, viel Wasser haben wir nicht mehr. Ja. Wir haben vor kurzem etwas Wichtiges gelernt. Wenn man sich nicht gleich um Kakerlaken bei sich zu Hause kümmert, werden es nur immer mehr. Das ist nicht unbedingt optimal. Wenn wir nichts tun, leuchten wir am Ende noch genauso wie sie. Da wir nichts tun können, ist die Sachlage relativ einfach. Ja. Hier gibt es Beschwerden, du Rabenvater. Die Kinder schickst du raus, aber... aber es hieß doch, wenn der Erwachsene nicht mehr zurückkommt, ist das Spiel zu Ende. Deswegen schone ich den derzeit noch. Ja. Unsere neuen Mitbewohner könnten etwas unordentlich, eklig und nervig sein, aber Kakerlaken sind nicht das Schlimmste, was uns passieren könnte. Und wir können eh nichts tun. Vielleicht überreden wir sie einiges Tages, die Miete zu bezahlen. Mary Jane hat sich ausgeruht. Sehr gut. Also, der geht's wieder gut. Bis jetzt herrscht in unserem Bunker keine Langeweile und es gibt noch viel zu tun. Zum Beispiel müssen die Sträucher in unserem Vorgarten geschnitten werden. Das machen wir auf jeden Fall, wenn wir hier rauskommen. Frank Bonebreaker meint, Kakerlaken in der Suppe einlegen und mitessen. Ganz easy. Da musst du aber wirklich die richtig kochen, sonst nippeln die ja nicht ab. Ja. Weit vorauszuplanen ist normalerweise eine gute Strategie, aber fürs Erste sollte unser vorrangiges Interesse der Rationierung unserer Wasservorräte gelten. Mary Jane fühlt sich sicher. Wer täte das in diesem Sarg?
großen Bunker nicht. Da ist nicht viel los. Vielleicht kannst du mal beim nächsten Mal, bevor du auf das Buch klickst, mal auf das Radio klicken. Ah ja, Argument. Kreuzchen wollen wir nicht, oder? Oder da draufklicken? Nee, jetzt nicht mehr. Wir sind schon eine Weile hier unten und wissen nicht, was oben los ist. Wenn wir nur ein paar Notfalldurchsagen im Radio hören könnten, um ein paar Infos zu bekommen. Das Spiel hat offensichtlich mitgedacht, dass da ein Loser vor dem, vom Monitor sitzt und dass man dem zumindest manchmal unter die Arme greifen soll. Ja. So, soll ich jetzt irgendwo hin? Ach guck mal, wir haben das Gewehr gekriegt. Hast du gesehen hier hinten? Zweiköpfiges Eichhörnchen hätte ich fast gesagt. Kuh. Ja. Zumindest hat es da unten Euter und da ein Herzchen. Hm. Guck, wir haben noch Patronen. So, gut. So, jetzt hier. Wir konnten ein schwaches Signal empfangen und die Notfalldurchsagen der Regierung abhören. Es gibt großartige Neuigkeiten. Die Strahlung draußen ist fast völlig verschwunden. Es sollte jetzt viel sicherer sein, die Oberfläche zu betreten. Wir hatten solche Angst um Timmy, aber er ist aus dem Ödland zurück und nun sicher bei uns. Ted Stryker sagt, mein Gott, Timmy ist weiß. Stimmt, ja. Der sieht ein bisschen fertig aus. Ach, der soll sich nicht so haben. Ja. Ja, so, hier. Die Ordnung ist in Krisenzeiten immer das erste Opfer. Und doch haben wir festgestellt, dass die Polizeiwache noch immer in Betrieb und besetzt ist. Im Gebäude haben wir einige Polizisten getroffen. Sie schienen durchaus dienstfähig, auch wenn sie ziemlich seltsame Gespräche über eine neue Weltordnung geführt haben. Plötzlich begannen sich die Polizisten darüber zu streiten, wie die Weltherrschaft zu erlangen wäre. Es war wirklich seltsam und ging darum, dass sie die Feuerwehrleute nicht ohne genügend Feuerkraft angreifen könnten. Sie schleuderten sogar ein Gewehr durchs Fenster, da es ja ohne Munition nutzlos sei. Wir sahen das anders und nahmen das Gewehr mit, als wir abzogen. Direkt vor der Wache lag ein Magazin. Könnten wir etwas Wasser erübrigen? Mary Jane fragt ständig danach. Timmy sollte etwas essen. Timmy ist erkrankt. Timmy ist sehr müde. Ted wünscht sich bloß ein paar Tropfen Wasser. Also bis auf Timmy, alle mit Wasser. Timmy aber... Essen. So, Timmy essen und... Ach, haben wir nicht. Ja. So, und die Wasser und Wasser. Du hast ja keinen Verbandkasten mitgenommen. Der war bei der Frau. Ja. Klingeling, da waren wir und dachten, wir würden nie wieder ein Telefon hören. Doch dann fing plötzlich irgendwo draußen eins zu klingeln an. Es ist wahrscheinlich die Telefonzelle auf der anderen Straßenseite. Soll einer von uns rangehen? Der kann nicht wieder. Okay. Soll ich irgendwas klicken? Igitt, eine mutierte Kakerlake. Kannst du ja mal ein bisschen was anklicken. Damespiel. Hungrig, krank, müde. Ach ja, guck. Mary Jane, Ted, hungrig. Siehst du, da steht's auch. Wir müssen gar nicht lesen, Dennis. Ja. So, aufs Radio. Aber nicht. Okay. Gewehr, Munition. Sehr gut. Ja, Tagebuch. Als wir abhoben, konnten wir den Anrufer vor Erleichterung aufatmen hören. Sie stellten sich als Überlebende des nahen Dorfes Hill Valley vor. Wir hatten gerade begonnen, Informationen auszutauschen, als die Verbindung unterbrochen wurde. Etwas muss bei ihnen passiert sein. Hoffentlich melden sie sich wieder. Mary Janes Rückkehr von der Oberfläche in den Bunker hat uns überglücklich gemacht. Mary Jane hat keine neuen Sorgen. Timmy ist sehr hungrig. Ted hat Hunger. Also, nee. So, ne? Ja. Hallo Dr. Bo, wir spielen 60 Seconds und überleben gerade im apokalyptischen 60er Jahre Bunker. Ja, Bunker. Draußen scheint es schrecklich still zu sein. Vielleicht ist es sicher, vielleicht nicht. Wir werden es erst erfahren, wenn wir uns hinauswagen. Wollen wir eine Expedition vorbereiten? Aber sowas von. Timmy ist aber zu schwach. Ja, ja. Wir könnten weiterhin in diesem winzigen Bunker hocken oder wir können anfangen zu überlegen, wie wir möglichst weit von diesem radioaktiven Ödland wegkommen. Wer hätte gedacht, dass die Roten so ein schönes Viertel zerstören würden? Wir könnten das auf eigene Faust schaffen. Also, das Wegkommen, nicht das Zerstören. Wie auch immer, da draußen könnte jemand sein, der uns helfen kann. Wir sollten Augen und Ohren offen halten. Tag 14. Soll ich noch irgendwo hinklicken oder jetzt einfach nur... Ja, Mick sagt, vermutlich hat ihn so ein Hannes in einer Edelstahlkarosse überfahren, zusammen mit zwei Fichten. Buch oder noch irgendwo hinklicken? Buch.
Wir haben Kontakt hergestellt. Das Militär ist da draußen und wird uns holen. Jetzt müssen wir nur geduldig abwarten. Das hat der Soldat mit der langweiligen Stimme sehr deutlich gemacht. Hilfe ist unterwegs. Wir müssen nur auf weitere Anweisungen warten und das Radio am Laufen halten. Mary Jane fühlt sich sicher. Timmy sollte etwas essen. Timmy bevorzugt Apfelsaft. Aber etwas Wasser wäre auch nicht schlecht. Mit Ted ist nicht viel los, kein Ärger, nichts Neues. Also, Timmy braucht Wasser und Essen. Und wer geht nach draußen? Ja. So, oder? Ja. Genau, geh du auch mal raus. Tag 15. Jetzt ist es ungefährlich, das kann ich auch mal raus. Ja. Ja. Können wir etwas Wasser übrigen? Mary Jane fragt ständig danach. Den furchtbaren Umständen und zu plagenden Schwierigkeiten zum Trotz ist Timmy sehr tapfer. Ted hat sich zur Oberfläche aufgemacht. Also Mary Jane Wasser. Jo. Langsam wird es vom Wasser etwas eng. Die Kakerlaken meines Ernstes, sie haben ein ausgeprägtes Revierverhalten, treiben uns mit jedem Tag weiter zusammen. Wir müssen dagegen etwas unternehmen. Ja dann. Tag 16. Er ist weg und die Kinder ballern mit einem Ding im engen Bunker mit einem Gewehr. Auf die Kakerlaken. Bam, auf die Kakerlaken mit so einem Gewehr in so einem Bunker. Ja. Ja. Mann, Mann, Mann. Also das ist nur der Hintergrund. Ah, ja. Ja. Wir haben die heimtückischen Kakerlaken besiegt und verjagt. Ihre Nester gehören jetzt uns. Das soll ihnen eine Lehre sein. Mary Jane ist ziemlich hungrig. Timmy ist sehr blass. Das ist nicht gut. So, hm? Ja. Was ist das? Es klingt wie ein fernes Grollen. Es wird lauter. Warum wackelt alles? Oh Gott, ein Erdbeben! Haltet euch an irgendwas fest! Also Radio oder Dings? Was soll man nehmen? Radio. Taschenlampe? Radio? Radio. Radio? Genau, denn das, was du nicht festgehalten hast, ist jetzt kaputt. Ach so. Erdbeben hin oder her. Unsere tägliche Dosis Meeresrauschen aus dem Radio nimmt uns keiner. Wir konnten es gerade noch greifen, bevor es runtergefallen wäre. Andere Sachen könnten kaputt sein, aber das werden wir erst wissen, wenn wir hier aufgeräumt haben. Minus deine Taschenlampe. Ah ja, okay. Ja. Timmy ist genügsam, aber er sollte etwas trinken. Der will aber auch viel Wasser. Ja. Ein heruntergekommen wirkter Händler besuchte uns und hatte einen ebenso lotterigen Sack über die Schulter geworfen. Er machte uns ein einfaches, einmaliges Angebot. Für eine Dosensuppe würden wir den Sack und seinen Inhalt bekommen. Wir können nicht sehen, was drin steckt. Und der Händler wirft uns böse Blicke zu, wenn wir versuchen, uns dem mysteriösen Sack zu nähern. Sollen wir den Handel eingehen? Ich hätte gesagt, Suppe haben wir. Oh je, wir brauchen einen Rasierer. Nein, wir haben eine Katze. Oh nee. Scharikow. Ah, wir haben aber jetzt auch ein erster Dingsi-Bumsi. Ja. Nachdem sich Falto hinter dem Händler schloss, begann sich der Sack wild zu schütteln und gab schreckliche Laute von sich. Vor Angst wichen wir an die Wand zurück. Als die Bestie letztendlich aus ihrem Gefängnis entkam, stellte sich heraus, dass es sich um eine missgestimmte Hauskatze handle. Der Kater blickte uns bedrohlich an und setzte sich in eine Ecke, um sich zu putzen. Auf dem Halsband steht Scharikow. Ist das sein Name? Ja, die Katze im Sack gekauft. Ja. Ja. Ted Stryker, meint Katze am Spieß, sehr lecker. Ted ist wohlbehalten von seiner Reise an die Oberfläche heimgekehrt. Das stille Ödland hatte mindestens einen Bewohner, der recht gut über die Runden kam. Ein stolz dreinblickenden Affen. Keine Ahnung, wo der herkam. Ist der Zoo vielleicht? Wirkte sehr nett. Nachdem wir etwas den Rücken gestätschelt und Hol das Stöckchen gespielt hatten, begann er uns zu folgen. Bei der Erkundung einer Straße rannte unser Affenkumpel weg, nur um Augenblicke später mit einer Dosensuppe zurückzukehren. Er konnte sie ja nicht selbst öffnen, hat sie aber gern mit uns geteilt. Und so, eine weggegeben und zwei bekommen. Einmal während unserer Expedition begann der Affe seltsame Geräusche zu machen, bevor uns mit einem Stock zu buddeln. Kurz Nachforschung brachte einige Wasserflaschen ans Licht. Es hatte noch nicht jemand versucht, sie zu öffnen. Über die neben ihnen liegenden Schnapsflaschen konnte man das nicht sagen. Der Affe führt uns zu einer Art versteckten Bunker vor der Stadtgrenze. Er barg einige medizinische Versorgungsgüter. Am meisten braucht Mary Jane gerade Wasser. Timmy braucht eine zusätzliche Decke, er zittert unentwegt. Ted hat Hunger und ist wirklich müde. Also, Mary Jane Wasser,
Timmy muss behandelt werden und Ted hat Hunger. Also Ted hat Hunger, die hat Wasser und der will nur das. Ja. So, oder? Ja, hätte ich gesagt. Draußen scheint es schrecklich still zu sein. Vielleicht ist es sicher, vielleicht nicht. Wir werden es erst erfahren, wenn wir uns hinauswagen. Mary Jane will hinausgehen und sammeln. Draußen ist eine bewaffnete und gefährliche Frau. Zum Glück hat sie keine Munition mehr. Sie behauptet, sie jage die wilden Bestien des Ödlandes und verfolge derzeit eine gigantische mutierte Spinne. Sie hat wahrscheinlich eine Schraube locker. Was will sie denn mit der Spinne anfangen? Soll die Leine legen? Sie hat versprochen, sich später zu revanchieren, wenn wir ihr helfen. Wollen wir ihr Munition geben? Ich würde sagen, ja, oder? Ja, dann. Tag 19. Klick mal auf die Katze. Jetzt ist er nur noch hungrig und müde, Timmy. Es ist auch nicht mehr ganz so weiß. Sie hat uns nichts getan. Damit hat sie unser Vertrauen erlangt und wir haben ihr unsere Ersatzmagazin gegeben. Mal sehen, ob sie Wort hält. Scharikow stolperte beim Spielen im Bunker über eine kleine Holzkiste, die hinter losen Ziegeln versteckt war. Darin befanden sich nutzlose Erinnerungsstücke und eine Dose Insektenspray. Timmy sollte etwas essen, Teds Magen knurrt. Radiokarbonat fragt, was ist das im Schrank? Wir können nur Mary Jane rausschicken. Und Koffer? Im Schrank gucken wir gleich. Ja. Wahrscheinlich ist es das Insekten. Genau, das Insektenspray. Das Insektengift, ja. Nutze Insektenspray mit Kakerlaken. Die Kakerlaken haben wir doch schon mit der Schrotflinte erschossen. Nee, mit dem Schrotflinte wäre ja noch sinnvoll. Nee, mit dem Langgewehr. Also mit, genau. mit dem, du schießt auf 200 Meter irgendwas das Auge aus. Weißt du, so ja. Hier. Ja. Timmy und Ted brauchen Wasser und Ted hat Hunger. Ja, das Wasser wird langsam knapp. Wir haben viele entfernte Verwandte, aber keiner davon bedeutet uns so viel wie Tante Ada. Sie lebt auf dem Land, also bastelt sie wahrscheinlich noch an ihrer Kuhzählmaschine und macht sich keine Gedanken um Atombomben, die auf ihren Hühnerstall herabregnen. Schade, dass wir kein Foto von ihr haben. Oder doch? Wir hatten doch einige Fotos in Bücher gesteckt nach dem großen Kaffeefleck-Vorfall. Nee. Der Wurstwasser-Emo schlägt vor, die Katze hier futtern zu wollen, weil die hat lauter Läuse. So, wieso sitzen die jetzt da? Du kennst doch Katzen. Ich bin wahnsinnig hier. Insektenspray. Was, die können wir nicht reparieren. Beschädigte Taschen. Können wir eintauschen. So müssen wir uns also ohne Fotos, ohne Neuigkeiten und ohne positive Gedanken auskommen. Die Welt ist einfach grausam. Timmy hat sich ausgeruht. Ted geht es gut. Niemand, oder? Ja. Heute waren äußerst kuriose Besucher da. Einer hat zwei Steine aneinander geschlagen, um die Geräusche eines galoppierenden Pferdes zu imitieren. Sein Begleiter tat so, als reite er besagtes Pferd. Sie behaupten, auf der Suche nach irgendeinem magischen Becher zu sein, sich aber im Ödland verlaufen zu haben. Sie baten um Erlaubnis, einen kurzen Blick auf unsere Karte werfen zu dürfen, um ihren Aufenthaltsort zu bestimmen. Anspielung auf Ritter der Kokosnuss. Weiß doch, dass Monty Python nicht so meins ist. So. Ja, so, hier, was, wie, wo? Weiterklicken. Obwohl wir so höflich wie möglich ablehnten, waren die Gäste definitiv beleidigt. Sie galoppierten davon, fuchtelten mit ihren Holzschwertern und brüllten, sie würden nun Gebüsche beschneiden. Total verrückt. Ja. Alles gut, oder? Gut, weiter. Auch nix. Heute haben wir einen nicht unterschriebenen Brief gefunden. Der Fremde bittet uns um Hilfe. Anscheinend benötigen einige Überlebende dringend Vorräte und wir könnten ihnen helfen. Im Brief steht, dass wir es nicht bereuen werden und mehrere Leute sehr, sehr glücklich machen würden. Sollen wir es tun?